Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Eingangs, Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß, O die ihr glaubt, nehmt euch vor Allah in Acht und gehört zu den Ehrlichen. Die Ehrlichkeit, liebe Geschwister, auf Arabisch Sidq, ist ein Hinweis auf den Iman und seine Zierde. Genau auf der anderen Seite, umgekehrt, ist das Lügen ein Hinweis auf den Unglauben und die Glückseligkeit in diesem Leben, im nächsten Leben, dreht sich um die Ehrlichkeit und den Glauben. Meine lieben Geschwister, die Ehrlichkeit ist eine Tugend, die nicht nur in unserer Religion hochgeschrieben wird, sondern schon zu jeder Zeit, in jeder Epoche, in jeder Religionsgemeinschaft seinen Stellenwert gehabt hatte. Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnet seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam mit dieser Tugend und ebenfalls Abu Bakr radiallahu anhu, als er sagte, sinngemäß, derjenige, der mit der Wahrheit und der Ehrlichkeit gekommen ist und sie bestätigt hat, jene sind diejenigen, die sich vor Allah in Acht nehmen. Und sogar war seine Da'wah so bekannt für den Aufruf zur Ehrlichkeit, dass als Abu Sufyan vor dem Heraklius stand und er ihn befragte über die Da'wah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, da antwortete Abu Sufyan sagend, er ruft uns dazu auf, Allah alleine anzubeten, ihm nichts beizugesellen, das zu unterlassen, was unsere Vorväter zu tun pflegten, und er ordnet uns an, zu beten, ehrlich zu sein, enthaltsam zu sein und den Kontakt mit den Verwandten zu pflegen. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns auch über die Propheten vor uns. So spricht er im Koran über Ibrahim, sprechend sinngemäß, und gedenke im Buch Abrahams, denn er gehörte zu den Ehrlichen und er war ein Prophet. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat in Bezug auf die, es gibt ein Ereignis, zwar in Bezug auf Anas ibn Nadr, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, er hat an der Schlacht von Badr nicht teilgenommen und das fiel ihm schwer. Das fiel ihm schwer und deswegen hat er Allah subhanahu wa ta'ala versprochen und gesagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mich noch einmal zusammen mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sieht, dann wird Allah schon sehen, was ich inshallah alles leisten werde. Im darauffolgenden Jahr kam dann die berühmte Schlacht von Uhud und Sa'd ibn Mu'adh, möge Allah mit ihm zufrieden sein, fragte ihn, wohin des Weges? Er sagte, ich verspüre schon den Geruch des Paradieses am Fuße von Uhud. Und so kämpfte er auf der Seite des Propheten sallallahu alaihi wasallam, bis er getötet wurde und man an seinem Körper über 80 Verletzungen vorfand und man erkannte ihn letztendlich nur noch, seine Schwester erkannte ihn nur noch an seinem Finger, an seinem Daumen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sandte ihn bezüglich den Vers herab, unter den Gläubigen gibt es Männer, die das, was sie versprochen haben, die das, was sie Allah versprochen haben, wahr gemacht haben. Surat al-Ahzab, Vers 23. Allah subhanahu wa ta'ala hat die ehrlichen Menschen an die höchste Stelle überhaupt gesetzt, und zwar direkt nach den Propheten. Denn er sagte, wer Allah und dem Gesandten gehorcht, jene gehören zu denen, denen Allah Gnade erwiesen hat. Unter den Propheten, den besonders ehrlichen, besonders wahrhaftigen, unter den Märtyrern, Rechtschaffenen. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala, in einem Hadith von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, berichtet der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass die Ehrlichkeit ein Weg ist, der zum Paradies führt. Und dazu kommt, und schon kommen wir zu den Dingen, die wir von der Ehrlichkeit profitieren in diesem Leben und im nächsten Leben. Erstens einmal, sie führt zum Paradies. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, seid ehrlich, denn Ehrlichkeit führt zur Güte und die Güte führt zum Paradies. Und wenn man immer ehrlich ist
und auch versucht ehrlich zu sein, wird man irgendwann einmal bei Allah als ehrlicher Mensch gut geschrieben. Der Hadith bei Bukhari und Muslim. Zweitens, wenn man ehrlich ist, dann ist man kein Heuchler. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt drei Eigenschaften, wenn sie sich in einem Menschen befinden, ist er ein Heuchler. Wenn er redet, lügt er. Wenn er verspricht, bricht er sein Versprechen. Und wenn ihm etwas anvertraut wird, dann betrügt er. Drittens, Ehrlichkeit führt dazu, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen errettet aus Plagen, aus Kummer, aus einer schwierigen Lage, und er erhört die Bittgebete der ehrlichen Menschen. Das Beispiel dafür ist das Beispiel, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim, Entschuldigung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnte, als drei Leute in einer Höhle waren und der Felsen den Ausgang versperrte, da sagten sie, oder der eine von ihnen sagte, bei Allah, nichts wird euch heute aus dieser Höhle erretten, außer die Ehrlichkeit. So soll ein jeder von euch Allah um die Errettung und die Befreiung bitten, anhand einer Tat, bei der er besonders ehrlich Allah gegenüber gewesen ist. Und das Ende ist bekannt. Viertens, der Segen im Erwerb. Allah subhanahu wa ta'ala, das Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn zwei Leute miteinander Handel treiben, ehrlich gewesen sind und alles verdeutlicht haben, dann segnet Allah ihren Handel. Und wenn sie geheim gehalten haben und gelogen haben, dann verschwindet der Segen ihres Handels. Fünftens, liebe Geschwister, der ehrliche Mensch hat ein gutes Ende zu erwarten. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sorgt dafür, dass der Mensch ein gutes Ende erleidet. Sechstens, Allah subhanahu wa ta'ala lobt dich bei der höchsten Engelschar. Denn er sagte sallallahu alaihi wasallam, dass wenn man immer ehrlich ist und auch sich bemüht, ehrlich zu sein, wird man irgendwann bei Allah als ein besonders ehrlicher niedergeschrieben. Das heißt, bei Allah azza wa jalla. Siebtens, liebe Geschwister, man gewinnt dadurch nicht nur das Paradies, sondern wird auch vor der Hölle errettet. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, welche Tat führt zum Paradies? Und er sagte, die Ehrlichkeit. Wallahu a'lam.